Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel zwischen Holstein Kiel und dem SV Sandhausen. Die Partie endete vor 8.404 Zuschauern, 2:1 für Holstein Kiel. Ich begrüße die beiden Trainer, Herrn Uwe Koschinat von Sandhausen und Tim Walter von Holstein Kiel. Herr Koschinat, Ihre Einschätzung. Ja, schönen guten Tag hier nach Kiel. Ich denke, da kann es keine zwei Meinungen geben. Das ist heute für uns natürlich ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Ich habe heute eine Anfangsphase gesehen, bei der uns auch in der Spielvorbereitung schon klar war, wo Chancen und Risiken in der Spielanlage Holstein-Kiels bestehen. Diese Mannschaft verfügt über eine unheimlich sichere, gute Anlage von hinten heraus, traut sich eben auch zu, schnell den Ball laufen zu lassen. Aber ich glaube, zu Beginn haben wir das sehr, sehr gut verteidigt, hatten direkt nach anderthalb Minuten eine Großchance, in Führung zu gehen. Das hätte uns mit Sicherheit enorm viel Selbstvertrauen gegeben. Auf dem Weg hier zu punkten, aber die Chance haben wir liegen lassen. Ich hatte in der Anfangsphase das Gefühl, dass wir die Räume für den Gegner sehr, sehr gut zustellen, dass wir eigentlich Kontrolle über das Spiel haben. Diese Kontrolle haben wir dann logischerweise aus der Hand gegeben durch das 0:1, wo wir einen sicheren Abwehrkopfball dann nicht zum Mann bringen, aus der Folge dann die Zuordnung nach dem Freistoß nicht stimmt und wir das 0:1 kassieren. Ich habe dann ein Spiel gesehen, bei dem wir weiterhin, glaube ich, sehr, sehr mutige und gute Balleroberungen hatten. Die haben sich aber dann auch immer wieder abgewechselt mit Problemen im Zugriff. Das liegt eben dann daran, dass der Gegner auch eine sehr, sehr hohe Qualität genau in den Teilbereichen hatte. Und genauso ist ja dann am Ende das 0:2 gefallen in einen Angriff, wo wir zweimal die Möglichkeit hatten, das Spiel zu unterbrechen. Das haben wir nicht geschafft und Kiel hat das hervorragend ausgespielt. Die Qualität kannten wir und die hat Holstein dann ausgenutzt. Für mich war die zweite Halbzeit dann gar nicht so leicht zu coachen, weil natürlich die große Gefahr bestand, mit einem 0:3 den endgültigen Knockout zu bekommen. Ich glaube, das wäre dann auch möglich gewesen. Ich glaube, Kim Zombie, Tim, den Ball da relativ frei am Tor vorbeigeköpft. Das war mit Sicherheit so ein Schreckmoment. Auf der anderen Seite muss ich meiner Mannschaft ein ganz, ganz großes Kompliment machen. Wir haben dann im Zuge der zweiten Halbzeit wirklich unheimlich viel Energie auf den Platz gebracht. Wir haben viele Kontersituationen des Gegners gut abgefangen und selbst aus meiner Sicht eine ganz gute Spielanlage gehabt. Was wir uns heute, glaube ich, über die gesamten 90 Minuten vorwerfen müssen, ist, dass unsere seitlichen Durchbrüche einfach keinen Abnehmer im Zentrum gefunden haben, dass wir da nicht genug Präzision hatten. Man hofft dann nach dem 1:2 logischerweise noch auf den Ausgleichstreffer. Er hat dann ja auch tatsächlich nochmal in der Luft gelegt. Aber um heute hier zu punkten, wäre eine konzentriertere Leistung in der Defensive notwendig gewesen und vor allen Dingen natürlich etwas mehr Präzision so in den letzten Bällen. Spielanlage, Laufvermögen, Kampfbereitschaft haben mir gefallen, aber das hat dann heute eben nicht gereicht, um hier zu punkten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Koschinat. Tim, was sagst du zum Spiel? Ja, ich bin zufrieden mit 3 Punkten. Mit unserem Spiel bin ich im Großen und Ganzen heute nicht so zufrieden, weil wir einfach zu viele Ballverluste in unserem Spiel hatten. Das heißt, dass wir in den gefährlichen Räumen, wo wir auch eigentlich gut drin waren, dann einen schlechten Pass gespielt haben, den Ball nicht nach vorne verarbeitet haben. Gerade dann in der zweiten Halbzeit, so wie es Uwe gesagt hat, den Todesstoß nicht gesetzt haben. Den Ball muss ich einfach reinmachen. Der war überragend von Kingsley auf den zweiten Posten gechippt. Den muss ich machen und dann ist der Deckel drauf. Ja, dass es dann nochmal schwierig wird, weil wir einfach auch gegen Mannschaften, die viel mit langen Bällen operieren und viel Wucht vorne drin haben, tun wir uns einfach ein bisschen schwerer. Von daher hätte ich mir gewünscht, dass wir noch mehr Kontrolle über das Spiel bekommen. Das war heute aber nicht möglich. Von daher bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, aber mit der Gesamtleistung war mir das heute zu wenig. Vielen Dank, Tim. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bleibt mir noch die Zahlen des Wochenendes zu verlesen. Unsere zweite Mannschaft hat beim VfL Wolfsburg 2:0 verloren. Unsere 19 hat bei JFV Kahlenberger Land 5:1 gewonnen. Am Sonntag spielt unsere Wumme noch um 14 Uhr auf der Waldwiese gegen TV Jahn Delmenhorst. Dann wünsche ich Herrn Koschinat und seiner Mannschaft eine gute Rückreise und wir sehen uns wieder am 14.